Hallo, hallo, ihr Lieben, hier ist wieder euer Api-Harry. Wenn ihr wissen wollt, was in dem Paket ist, dann müsst ihr am Video dranbleiben. Da lacht nicht bloß der, sondern grinst auch ich, dass ich noch rausbringe. Ich habe eine Idee gehabt, ich habe ja versprochen, mit der Heizung mache ich mir mal einen Kopf. Habe ich gemacht, Kopf, ja. Und habe da was, glaube ich, Gutes gefunden. Ihr wisst ja wo. Und habe mir das jetzt bestellt und das zeige ich euch jetzt. Das packen wir jetzt aus und zeige euch das. Einbau tue ich das Ganze natürlich später, ist ja klar, weil nächste Woche geht mir ab erstmal zum Planen machen. Und danach können wir es erst einbauen. Natürlich auch erst, wenn der Motor ordnungsgemäß gemacht wurde. Ja. Aber da habe ich mir was einfallen lassen. Da bin ich gespannt, ob das funktioniert, so wie ich das will. Weil es ist ja so, ich brauche jetzt keine Heizung, wo im Winter bei minus 10, 15 Grad funktioniert, weil ich da fahre nicht. Ganz klar, fahre ich nicht, muss ich ja nicht fahren. Das ist ja eher mein Spaßmobil, das ist mein Einheil-Api-Harry, das ist, ich fahre da nicht im Winter, wenn es kalt ist. Ich fahre schon gar nicht im Winter, wenn nicht, dass ich noch das Roschen anfange. Will ich nicht, ich soll schön bleiben, so wie ich eh bleibe. Dann passen wir ein bisschen zusammen. Und deswegen habe ich mir das überlegt, eine Heizung einzubauen, die wo das Ding überschlägt und funktioniert. Und da bin ich gespannt, ob das dann funktioniert, aber das erfahren wir erst nach dem Plan. Ich habe jetzt zeige erst einmal, was ich gemacht habe, was ich gekauft habe. Das packen wir jetzt schnell aus mir miteinander. Warte mal, wie mache ich das am besten, dass ihr das seht. Moment einmal. Dass ihr das auch seht. Ist schon gar nicht so einfach hier. Also ich mache jetzt auf jeden Fall mal das Paket auf. Ich mache jetzt auf jeden Fall mal das Paket auf und zeige euch, was da drin ist. So. Einmal ist drin, das ist eine Drehzahlregelung. Das ist eine Drehzahlregelung, das zeige ich jetzt schnell. Warte mal, ich gehe ein bisschen weiter weg, dass ihr mir besser seht. Das ist jetzt eine Drehzahlregelung und zwar hat er hier praktisch einen Regler, wo du den regeln kannst, das Ganze, so wie wir von der anderen Heizung auch kennen, so ein Drehregler, und dann haben wir hier mal die Anschlüsse, wo wir brauchen. Ja? Da steht da oben, was wohin kommt. Und dann kann man die Drehzahl regeln, weil ich habe ja einen Motor gekauft, das ist so echt kompakt, das schraube ich unten irgendwo rein. Und wenn nicht, dann mache ich das Kabel einfach ein bisschen länger, wenn man das nicht auslangt, das macht mir auch nichts aus. Und das schraube ich unten irgendwo rein und nehme den Drehzahlregler her. Dann habe ich noch bestellt so ein Flexrohr, ein 80er. Und zwar habe ich das 80er bestellt, weil hier haben wir ja den Auspuffkrümmer mit dem Wärmetauscher, und da habe ich jetzt gesehen, dass es genau 50er Durchmesser, das heißt, da passen eigentlich 50er HT-KG-Rohr drauf, und da habe ich jetzt so einen Übergang genommen, 50 auf 80, und da passt das genau drauf. Gell? So. Ich habe auch gesehen, da gibt es noch hitzebeständige Rohre, also das ist jetzt nur mal zum Schauen, ob das überhaupt funktioniert, was ich mir vorstelle. Es gibt hitzebeständige Rohre, und die werde ich mir dann noch kaufen oder bestellen. Muss ich schauen, gibt es die im Baumarkt oder gibt es die woanders. Die werden wir auf jeden Fall noch kaufen. Es ist ja so, du hast hier habe ich noch eine Muffe, und dann kann ich auf der anderen Seite das 50er Rohr drauf machen, und dann müsste das funktionieren. Jetzt warte mal, ich gehe ein bisschen weiter weg noch, dass ihr das besser seht. Dann habe ich noch bestellt einen Lüfter, und jetzt ist mein Messer da drin, einen Lüfter, der ist aus dem Bootsbereich. Und das heißt, der ist wasserbeständig, seewasserfest und spritzwasserfest. Und ich denke, wenn der seewasserfest ist, dann packt der unser Wasser hier in Schwabmünden locker, das wo vom Himmel kommt oder auf der Straße rumplackt. Und der sieht dann so aus. Da war dabei gestanden, wie viel Durchflussrate der hat. Das weiß ich aber jetzt gar nicht mehr.
Ganz genau auswendig. Aber jeder hat einfach in der Beschreibung, also in den Ding geschrieben, wie heißt es dann, in den Bewertungen, dass ich es noch rausbringe, geschrieben, dass es sehr gut funktioniert. Er hat dann anstelle eines anderen sein Auto eingebaut und hat den Boot eingebaut und den funktioniert saugut. Also, da haben wir gedacht, den nehme ich, den Kaffee, der sieht innen so aus. So, so Propeller drin, wo das Ganze durchblast. Der ist sauber verarbeitet. Der ist auch Eco. Das ist wichtig, Eco. Sau wichtig. Eco. Und du hast da deine Anschlüsse. Also, das ist praktisch, ich kann jetzt praktisch das da mit dem verbinden. Da. Kann das mit dem verbinden und dann kann ich da die Drehzahl regeln. Das ist cool. Und dann habe ich mir das vorher so vorgestellt, ich zeige das euch schnell. So. So. Und so. Je nachdem, wie rum der jetzt kehrt. Ja. So. So habe ich mir das vorgestellt. Das flexible Rohr kann ich dann eh verlegen, wie ich will. Das funktioniert, das ist wurscht. Und bei den HT-Rohr muss ich halt gucken, was ich mache. Ich habe aber da natürlich von meinem Hausbau ganz viele Winkel und Bögen und Klump und Zeug im Keller. Nur hier kaufe ich mir noch diese hitzebeständigen, dass ich es noch rausbringe, diese hitzebeständigen. Ihr wisst zwar jetzt nicht, mich würde jetzt interessieren, was passiert, wenn ich das dort lasse. Vielleicht lasse ich das ja mal dorten, zum Sehen, was passiert. Bestelle mir aber gleich die hitzebeständigen. Wenn ich es austauschen muss, kann ich es einfach austauschen, weil mich interessiert, ob der wirklich so heiß wird da, dass das schmilzt. Weiß ich nicht. Da ist ja Gummi noch drin. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Was meint ihr dazu? Meinst du, dass der wegschmilzt? Klar, weil da schmilzt er. Da brauchst du gar nicht überlegen, weil da, wenn du Plastik hinbringst, schmilzt sofort weg. Aber da, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich bestelle diese hitzebeständigen, dann kann nichts passieren. Dann funktioniert das auch und dann haben wir auch kein Problem. Aber ich werde auf jeden Fall, sobald ich meine Arbeit wieder zurück habe vom Planen machen, an den Motor gehen, dann machen wir den Auspuff rein, dann machen wir die Heizung rein, dann machen wir Testfahrt und dann sehen wir auch gleich, blast es warm, blast es nicht warm. Hier vorne habe ich mir gedacht, gehe einfach mal durch den normalen Ding in die Kabine rein und schaue mal, ob ich das noch nach oben legen will oder ob mir das unten langt. Das weiß ich noch nicht. Es kann nur sein, dass ich hier vielleicht noch ein größeres Rohr drauf mache. Weiß ich auch noch nicht. Muss ich schauen mit dem Windstrom, wenn der praktisch jetzt so von 80, da müsste er eigentlich ja schneller werden, oder? Was meint ihr dazu? Der müsste, wenn ich hier mit dem 80er-Eingang neige, was ja der Motor hat und wird dann reduziert auf 50, dann müsste eigentlich der Luftstrom eh schneller werden. Also, aber ich habe ja noch meine Drehzahlregelung drin und da muss ich schauen, ob ich hier noch was drauf mache, dass ich das Ganze verteile, einmal nach oben, einmal unten. Aber ich denke, für das, was ich brauche, nur dass es überschlagen ist, weil wie gesagt, im Winter fahre ich nicht mit der. Wird das völlig ausreichen. Natürlich gibt es da noch Info, sobald es eingebaut ist. Ich verlinke euch auch gern die Sachen unten in der Videobeschreibung, verlinke euch die Sachen, wo ich da dazu gekauft habe. Den Wärmetauscher, den gibt es in jedem Online-Shop für Abiteile. Kann ich euch unten auch mal verlinken, da wo ich kaufe. Ich werde das Ganze auch noch jetzt abdichten. Da habe ich ja Info gekriegt vom, weiß ich nicht, auf jeden Fall saugeile Info gewesen. Man könnte doch das noch verschließen mit so hitzebeständigem Silikon. Gute Idee, machen wir perfekt. Also, das war's in diesem Sinne von mir. Schreibt's mir in meine Kommentare, was ihr dazu meint. Ich freue mich über jeden Kommentar. Und dann schauen wir mal, ob es auch funktioniert, sobald die Ape wieder da ist. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Ape-Hari. Bleibt gesund, bleibt wie ihr seid. Macht ihr so einen Blödsinn, wie ich das oft mache? Freut euch eine Ape. Wir sehen uns im nächsten Video. Bye bye. Ciao, ciao. Macht es gut. Servus.